Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, ihr seht hier im Hintergrund gerade schon unsere Kreuzung, an der wir in der letzten Folge schon das befürchtete Chaos hatten, zumindest ein bisschen. Und im Moment sehen wir, dass diese kleine Änderung, dass wir dieses Stück hier zu einer Einbahnstraße gemacht haben, schon Wirkung zeigt. Wir müssen das jetzt natürlich ein bisschen weiter beobachten, ob das auch weiterhin so bleibt oder ob der Verkehr so rasant zunimmt, dass gleich wieder alles verstopft ist, aber im Moment ist es doch gut. So, heute hoffe ich, dass wir den nächsten Meilenstein erreichen, die 7500 Einwohner, denn dann bekommen wir ein neues Gebiet und die dicht besiedelten Zonen. Und das ist gut, dann können wir gucken, wo wir schon unsere Stadt umbauen. Und ich würde schon hier diesen Bereich mal sehen, dass wir hier dann ein paar von den weniger besiedelten Gebieten wegnehmen und da schon mal ein bisschen höher besiedelte Gebiete ansiedeln. So, im Moment besteht auch die Nachfrage nach Wohngebieten. Dann geben wir die doch nochmal. Müssen mal gucken, dass wir die Stadt ein bisschen weiter ausdehnen. Und ich würde sagen, wir gehen ruhig mal weiter nach hier hinten. Hier geht keine Straße mehr ab. Wir zweigen uns hier mal ab. Und gehen hier wieder zusammen. Und den Mittelbereich, den füllen wir dann einfach auf. Und wir hatten letztes Mal neue Straßen bekommen. Ich würde hier, wir haben da die Verbindung, dann würde ich auch ruhig hier eine kleine Verbindung schaffen, mal mit ein paar Bäumchen. Und dann diesen Bereich hier wieder mit ganz kleinen Straßen füllen. So. Und genauso darf das auf dieser Seite auch passieren. So. Da fehlt bestimmt das Wasser, genau. Knapp wird, scheinbar da. Und letztes Mal hatten wir gesehen, dass ziemlich viel Strom für den Heizungsverbrauch drauf geht. 20 Megawatt. Und ich würde mal gucken, ob wir genug Geld haben, um da etwas gegen zu unternehmen. Wärme bekommen wir hier. Da haben wir allerdings im Moment kein Geld zur Verfügung und wir müssten auch alle Röhren dagegen neue austauschen. Wie viel Geld brauchen wir denn da? 60 bzw. 55.000. Da brauchen wir natürlich Öl für. Ich glaube hierfür nicht, deswegen würde ich das nehmen, auch wenn es eine geringere Heizleistung hat. Wir haben im Moment noch nicht so viel. Und auch das würde ich hier unten ins Industriegebiet bauen. Ich würde schon mal anfangen, so ein bisschen die Versorgung dafür auszubauen. Auch wenn das sicherlich ziemlich teuer wird.
Damit haben wir auch schon fast kein Geld mehr zur Verfügung. Da müssen wir ein bisschen sparen. Was haben wir jetzt? Ja, ihr müsst mit Strom heizen. Warum geht das jetzt nicht? Ja, die benutzen trotzdem Strom, weil noch kein Haus angeschlossen ist, wenn ich das verstehe, ja? Genau. Wir können ja mal ein bisschen beschleunigen. Ihr bekommt das gleich. Wir gehen mal her und bauen mal ein paar neue Wohngebiete. Wenn wir jetzt als nächstes genug Geld haben, bauen wir ein Geothermie-Kraftwerk. Genau, 55.000 brauchen wir dafür. Da passt es leider nicht hin. Ich würde das hier direkt auch mit anbauen. So, wir warten, dass wir genug Geld zusammen haben. Und dann kommt hier das Kraftwerk hin. So, aber es dauert noch ein bisschen. In der Zeit bauen wir noch mal ein bisschen weiter. Und so wie es aussieht, scheinen wir das Geld fast gemeinsam mit dem Meilenstein zu erreichen. Das ist natürlich gut, denn ich befürchte, dass wir, wenn wir große Gebiete mit dicht besiedelten Zonen ausweisen, der Strombedarf enorm, beziehungsweise der Heizbedarf enorm steigen würde. Da passt das ziemlich gut, dass wir beides dann gleich auch haben. Der nächste Schritt im ÖPNV wäre dann wahrscheinlich, diese Route hier hinten rumzuführen. Und die Nacht bricht schon wieder ein. So. Jetzt haben wir das Geld zusammen und bauen hier unser Kraftwerk auf. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob das bestimmte Gebiete bevorzugt. Nein, tut es nicht. Sehr schön. Das heißt, unsere Stadt ist jetzt auch mit Wärme versorgt. Wir haben ein Müllproblem dort hinten. Das liegt aber eher daran, dass die Müllabfuhr noch nicht da war. Und wir sehen hier auch auf der Nationalstraße enormen Verkehr, der immer mehr zunimmt. Hier jetzt mittlerweile schon doch ab und zu mal ein kleines Staus übergeht. Aber wir sehen auch, dass unsere Abfahrt hier genutzt wird und der Verkehr hier hinten deutlich abgenommen hat. Hier werden jetzt keine großen LKWs mehr fahren. Und das ist eigentlich schon mal ziemlich wichtig. So, bevor wir dann hier umrüsten können, müssen wir uns ein bisschen um die Straßen wieder kümmern. Ich würde mal sagen, reißen wir leider hier alles ab, aber der Kreisverkehr wird mal ausgebaut auf 3 Spuren. Und auch diese Zwischenstraße bauen wir aus. Denn ich... Zumindest ist das mein Gedanke, dass diese Straße immer mehr benutzt werden wird. Alle Leute, die rein und raus wollen in die Stadt, benutzen hauptsächlich diese Straße nach hier hinten hin.
Und wenn hier die Gebiete ausgewiesen werden, wird der Verkehr hier zunehmen. Genauso wie wahrscheinlich dieses Stück auch ein bisschen mehr beansprucht werden wird. Das werden wir dann sehen. So, was sagt unsere Schulversorgung? Die nimmt schon wieder ab. Da werden wir hier hinten eine Schule brauchen. Genau, was ich noch machen wollte, ist hier, das ist mir eben aufgefallen, dass die Busse sich kreuzen. Wir tauschen mal die Fahrtrichtung im Kreisverkehr. So. Und dann müssen wir mal gucken, ob der Bus die Haltestelle auf der anderen Seite auch annimmt. Ja. So, dann kreuzt sich nämlich der Verkehr hier an dieser Ecke nicht mehr. Kreiselt zwar einmal im Kreisverkehr, aber das ist nicht so dramatisch. So, wie sieht es denn damit überhaupt aus? Ja, ein paar Autofahren werden erspart, ein paar Leute fahren damit, sogar recht viele, finde ich, dafür, dass wir noch eine relativ kleine Stadt haben. Und wir sehen auch, die Busse sind zumindest ein bisschen gefüllt. Hier, der ist zum Beispiel voll, die steigen alle hier schon aus. Das wird schon ganz gut angenommen. So, hier fehlen die Arbeiter. Deswegen bauen wir hier hinten nochmal ein paar Häuser, wobei die wahrscheinlich das Problem haben, dass sie nicht dorthin kommen, weil wir hier die Busverbindung nicht so gut haben. Das wird sich dann demnächst ändern. Wobei wir das eigentlich schon mal machen können. Wir legen einfach schon mal unsere Bushaltestelle, die sich jetzt hier befindet, löschen wir. Sitzen. Dann haben wir eine hier. Und ich möchte ihn umgehen auf dieser Straße fahren lassen. Wir lassen ihn mal ganz außen hinten rumfahren. Das kommt an diese Kreuzung, damit die Leute von hier dorthin kommen. Hi. Und dann wird es da auch eine Haltestelle nehmen. Und auch hier verbinden wir mal das miteinander, damit die Leute die Chance haben, zu der Bushaltestelle zu kommen. So. Das gefällt mir schon relativ gut. Und ich würde sagen, den Meilenstein werden wir nicht mehr ganz erreichen in dieser Folge. Wir können ja hier hinten auch mal gucken, ob die... Nein, eine Grundschule wollten wir bauen. Und wenn ihr wollt, bekommt ihr mal eine freie Schule hier hinten. Vielleicht auch schön. Ein bisschen ins Grüne. So, bitteschön. Und hier könnt ihr noch ein paar Häuser bauen. So,
Und wir haben schon wieder Tag. Wir suchen. Hier hat es scheinbar sogar gebrannt. Aber nur in diesem Gebiet. Es ist nicht weiter ausgebrochen. Wir suchen uns mal wieder ein schönes Plätzchen. Vielleicht jetzt mal hier. Ich finde es immer schön, die Stadt zu beobachten. Den Verkehr zuzuschauen. So. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns um die dicht besiedelten Gebiete ein bisschen. Bauen vielleicht ein bisschen an der Stadt um. Wir können uns auch mal die Richtlinien anschauen, ob wir da jetzt schon welche zur Verfügung haben, die wir einsetzen können. Und ich sage einfach nur, bis zum nächsten Mal. Lasst einen netten Kommentar da. Bis dann. Tschüss.